Ananas hat Kaffee gekocht. Das ist Milch. Richtig Creme. Kaffee-Crema. Ja, vom Barista. Schönliche Entenscheiße. Tag 3. Heute ist der 30.06. 2021. Wir verlassen Höxter. Deutschland hat verkackt. Heute hatten sie wieder mal Gewitter angesagt. Die ganze Nacht hat es gewittert. Und jetzt werden wir mal sehen, ob wir heute auf den Deckel kriegen oder nicht. Jedenfalls haben wir uns nur mit Schwimmweste bekleidet. Der Rest wird sowieso nass. Und Lasi, wie war deine Nacht? Top. Ja? Also zumindest bis um 5? Mit einem alten Relaiswecker. Ja? Ja, und dann 40 Kilometer heute. Voll cool. Hier Lars, Halt, Privathafen, Holzminder Yacht Club e.V. Oh Mann. Ja, das ist halt. Ach, guck mal hier die Kleinen. Eigentlich wollten wir da vorne einen Holzminden raus, aber da kommt man mit dem Kajak nicht raus. Andere Seite war zwar so ein Ruderclub, aber wir wollten eigentlich nur kurz raus einen Kaffee trinken. Und dann geht's weiter. Drei Zivilisten rumgestanden, doof und haben aufgeguckt. Da hat gesagt, garantiert zu viel an der Seite der Bundeswehr. Mittagspause. Oh, hier ist aber auch steinig. Mit Schutz an der Seite. Und dann bist du drauf. Oh. Geht schon. Mittagspause. Wir sehen, wie viele Kilometer wir gemacht haben. Ist gut? 45 schon. Ne, 35. 35 Kilometer jetzt schon? Jedenfalls machen wir jetzt Mittag. Bei mir gibt es Bratbrot, weil ich jetzt nicht so viel Wasser in den Teich gemacht habe. Ja, kommen wir Pinienkerne drin. Und dann gibt es Kartoffelpüree mit Pilzen. So. Und bei dir? Nudeln mit Pesto. Naja, also ganz einfach. So, Teig ist leider ein bisschen zu flüssig geworden. Aber vielleicht erfinde ich ja irgendwas Neues. Das wird schon so was werden wie Brot. Oder einfach anbrennen. Die alten Männer haben die 100 erreicht. Und immer noch ganz taufrisch, guck. Naja. Eine Seltenheit.
einzige Hubschrauber von der Bundeswehr und der fliegt. Wie war deine Stelle? Sehr gut. Kamst gut raus. Allerdings, wenn du wieder rinkommst, hast du den ganzen Schlamm an den Füßen. Aber sonst war's gut. Und kein Bulle. Wo ist er denn? Ja, wir sind hier auf dem Nebenarm der Weser und hoffen, dass da hinten eine Verbindung ist und wir nicht zurückpaddeln müssen. Kilometer 109 soll mit 110 verbunden sein. Na, mal sehen. Er muss ja wieder eine extravagante Tour nehmen, kleinen Abstecher, wo man garantiert wieder auf die Originalroute kommt. Nein, wir sind hier an der Sackgasse. Da kommt man lang. Da kommt man nicht lang. Ja, zeig doch. Ja. So, ich kann mit mal kurz zeigen. Wir sind nur die Schwäne weg. Da will der Thilo durch. Da ist aber Ende. Und jetzt kippt er da wirklich seine alte Potte. Hättest du die Füße mitspülen können oder den Rachen? So ist Wasser, guck. Hm. Tag 4. Wir sind in Bodenwerder. Haben heute Nacht schön in der Halle vom Ruderverein schlafen können, weil gestern Abend und nachts die ganze Zeit Starkregen war. Ja, heute ist den ganzen Tag Regen angesagt. Deshalb paddelt Lasi in seiner Mimimi-Regenjacke. Und Icke, oberkörperfrei, wird eher alles nass. Ja, wir haben es 10 Uhr, wie man gerade hört. Haben ein bisschen rumgebummelt, weil wir noch beim Bäcker frühstücken waren. Und heute wollen wir nur bis Hameln, weil die Stadt schön ist und die wollen wir uns einfach mal angucken. Ja, und wenn er endlich irgendwann mal sein Boot drin hat, dann können wir auch los. Ist nämlich kalt. Ach, echt? Darf das nicht umkippen? Hilft ja, wie schnell der geht. Ja. So. Oh. Bestimmt. Ja, die Stange von der Sportschutzdecke ist immer im Weg. So, kann losgehen. Gleich. Wo ist mein Trinkenglas? Was da drin war? Was machst du da drin? Das hatte ich hier. Das liegt da oben auf der Bank. Scheiße. Oh Mann. Ah, nochmal hoch. So. Ja, aber ich piss mir eine Hose. Ach Mann, ey, das kann nicht wahr sein. So vertrödelt man Zeit. Schön, Lars. Ja, also das macht dir nicht mehr. Wieso ist doch so ein sauberer Fluss? Ist doch kaum Müll. Okay, nochmal. Jetzt noch Decke rüber. Ich habe noch einen Riegel hier drin. Also hier, wo ich rankomme. Nüsse hast du. So, dann geht's los. So, auf nach Hameln. Kilometer 111. Und da vorne ist der Ruderverein Bodenwerder. Und da, wo der Balkon ist, da oben haben wir geschlafen. Ja, ordentlich Gegenwind. Leichter Regen.
kein Starkregen. Also wenn uns der Regen von gestern auf dem Boot auf dem Wasser erwischt hätte, das wäre richtig scheiße geworden. Tja, ist der Reiher zu fett für den Baum. Die Farm mit Wasser. Alles ganz gesund. Lars, sie wärmt sich ein bisschen auf da. Schön warm mit Wasser. Oh ja. Ach, hier ist ein toter Hase. Und da war gerade eine Krähe dran. Und die wollte ihn fressen. Und dann kamen zwei Hasen und haben die ganze Zeit die Krähe attackiert. Die da oben. Und die wollten nicht, dass die ihren Kumpel frisst. Irgendwie haben die Hasen, der innere Hase hat immer versucht, den wieder zu beleben. Also ist da immer raufgehüpft. Wir sind nachher mal auf der Karte gucken, ob das hier ist. Auf jeden Fall sieht das sehr cool aus hier. Ja, die Emma ist das. Lasi muss pullern. Alter! Und er hat leichte Panik, dass er ein Boot macht. Und er. Komm nicht ran. Ja, ich weiß. Aha, guck mal. Bam. So. Ich zeig mal, wie es richtig geht. Das macht man entspannt. Ganz entspannt. Muss bloß aufpassen, hier ist so eine Steinkante. No, warte, Lars. Geht noch? Oh, oh. Hallo. Ja. Ich mach mein. Pass auf da mit meinem Ruder. Oh, mir ist die Hose gerissen hinten. Oh, nee. Oh, Mann. Ehrlich, sie ist wirklich gerissen. Oh, Mann. So, warte, ich halt dein fest. Ich mach meinen denn daneben. Lauf, Forrest, lauf. Mittagspause. Da hinten sieht es ja richtig schön nach Regen aus. Ja, und ein Grill. Und ein Fußball. Ja, schon herrlich, was hier alles in der Weser liegt. Ich müsste irgendwo die Bootsrutsche kommen. Und dann haben wir unser Ziel auch schon fast erreicht für heute. Ja, hier ist die Bootsgasse. Das Ding fährt dann runter. Und dann geht es ganz schön abwärts. Aber rechts und links alles nur Beton, ey. Da ist der, schleppt sein Boot links rum. Ich hab zwar Schiss, aber ich werde mal die Bootsgasse versuchen. Hier muss ich glaube ich an dem Seil ziehen. Und dann müsste da irgendwie der Schieber runtergehen. Oh Mann, ey.
Kapschiss. Oh. Geil! Alter, das ist ein Wehr. Krass, hat Spaß gemacht. So, da kommt er. Noch ein letzter Gruß an Thilo. Da ist er, der Schisser. Ein Boot. Ja. Romantisches Kaffeekochen in Hameln an der Weser bei Nieselregen. Starken Kaffee? Ich möchte einen starken Kaffee, Thilo. Wir hoffen ja noch auf Starkregen, weil sonst ist es zu langweilig im Nieselregen. Das fetzt nicht. Ja.